Ich hoffe, es geht euch gut. Mit diesem Video wollte ich heute mal einigen ein kleines, ja, Geschenk machen. Denn viele von euch haben schon ganz, ganz viel mir geschrieben und haben sich eine Roomtour von mir gewünscht. Und ich werde euch heute den Wunsch ein kleines bisschen erfüllen. Denn, ja, ich stehe hier in dem Badezimmer von meinem Freund und mir und würde heute gerne eine kleine, ja, Roomtour durchs Badezimmer machen. Das heißt, es wird heute sich ein bisschen um dieses Regal drehen und, ja, um meine kleine Schminksammlung. Ich habe natürlich nicht alles hier. Das heißt, das, was ihr sehen werdet, ist zurzeit, ja, die Schminke, die ich am häufigsten benutze. Teilweise sind auch schon wieder neue Produkte dazugekommen, weil ich ja auch mal hin und wieder shoppen gehe. Und dann sammelt sich halt natürlich immer wieder was Neues an. Aber das ist die Schminke, die ich zurzeit bei mir habe, die ich auch, ja, wie gesagt, hier schon ein bisschen eingenistet habe. Und die restliche Sammlung steht noch in meinem Elternhaus. Das heißt, dort wird es auf jeden Fall auch nochmal eine Roomtour von meinem Zimmer geben. Plus eine Schminksammlung, wo ihr dann komplett alles sehen werdet. Also das, was halt hier, wie gesagt, ist, das ist noch lange nicht alles. Aber mein Freund ist so lieb gewesen und hat mir ein kleines bisschen Platz gelassen für meine Schminke. Und ja, das muss man ja auch einem Mann, sage ich mal, ganz hoch anrechnen, dass eine Frau in einem Badezimmer, zumal er ein Badezimmerfetischist ist und im Prinzip das alles sein Reich ist, war es halt schon lieb, dass er mir dann ein kleines bisschen Platz gelassen hat. Und ja, dann würde ich einfach mal gleich losschießen und werde euch ja, die Dinge einfach mal präsentieren. Also, wer dranbleiben möchte, der bleibt dran und ich würde mich über Kommentare freuen. Ich würde mich über ein Däumchen hoch freuen, über ein Feedback. Hat es euch gefallen, dass ich mit einer Badtour anfange oder wie auch immer, wenn ihr mehr sehen wollt an Roomtours, dann bitte, bitte, bitte schreibt mir Kommentare. Wer noch kein Fan von meiner Fanpage-Seite auf Facebook ist, der sollte sich doch schleunigst bei Facebook anmelden oder wer angemeldet ist, der sollte schleunigst auf meine Seite gehen. Ich verlinke sie euch nochmal hier oben hin und auch nochmal unten in die Infobox rein unter dieses Video. Also bitte, bitte, bitte klickt auf den Gefällt mir-Button, denn das würde mich riesig freuen und ihr werdet immer auf dem Laufenden sein und alles über Beauty rund um Kitty Katinka erfahren und immer auf dem Laufenden sein. Also jetzt fange ich an mit dem Video. Viel Spaß! So, das ist unsere kleine, ja, Kosmetikecke, beziehungsweise sind auch noch hier unten ist seinreich, das sind unsere Handtücher, hier habe ich ein bisschen mit der Deko gespielt und das ist sozusagen dann unser Reich, was Haarprodukte angeht und Deos, Parfums, was wir uns ja sozusagen erstmal teilen vorübergehend und ja, hier hinten stehen halt meine Deos, hier ist mein, ja, noch Lieblingsparfum von Playboy, Play It Sexy, wo ich auch hier das Deo habe. Nein, nicht da, sondern das Deo habe. Und da hinten steht meine Bodylotion von Balea. Meine, ich zeige es euch nochmal so schräg, meine Turteltäubchen. Die ist ganz, 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 ganz lecker. Ich habe sie jetzt nicht probiert, aber sie riecht halt ganz, ganz, ganz lecker. Ja, das ist halt hier so seinreich, wie man sehen kann. Und hier hinten sind dann die ganzen Haarprodukte von uns beiden, die wir uns dann teilen. Das ist das Schränkchen, das berühmte Schränkchen, was er mir ja teilweise zur Verfügung gestellt hat. Das heißt, mein Reich seht ihr hier oben. Das sind zum einen, ja, erstmal eine Kosmetik-Cosmo-Palette, wo jetzt noch nicht viel drin ist, aber ich werde es euch gleich mal zeigen. Hier sind meine Pinsel, die ich einfach erstmal hier zusammengelegt habe. Und meine Kosmetikstäbchen, meine Wattestäbchen und ein kleines Beauty-Täschchen, was ich auch unterwegs teilweise mitnehme. Und die könntet ihr, glaube ich, auch noch kennen oder müsstet ihr sogar noch kennen. Das sind die Balea Young Care Reinigungstücher, die ich auch in einem Video euch ja vorgestellt habe und bewertet habe. Ja, und die Schublade, die mir gehört, ist diese hier. Und die Sachen, die ihr jetzt hier oben seht, vielleicht nicht alle, aber auf jeden Fall die Palette und das, was sich hier drin befindet, das werde ich euch jetzt auf jeden Fall zeigen. Also, viel Spaß! Das ist das berühmte
Schublädchen, was ich von meinem Freund zur Verfügung gestellt bekommen habe. So sieht es von innen aus. Randale. Und ja, ich werde euch jetzt einfach die Produkte bewerten bzw. erklären oder swatchen. Ich zeige euch einfach nur, was hier drin ist, und wer dann halt noch irgendwelche anderen Fragen oder Wünsche hat, irgendwas zu sehen oder so, dann solltet ihr mir das bitte auch einfach unter das Video schreiben. So, fangen wir an. In dieser tollen Tupperdose befinden sich meine derzeitigen Lieblingslippenstifte und Lipgloss. Das heißt, ganz vorsichtig öffnen. Hier befinden sich meine guten Stücke drin. Ja, das sind halt, zum einen habe ich einen von Rimmel. Und hier sind noch meine, die müsstet ihr auch, glaube ich, noch kennen, die von Nivea. Habe ich meine zwei Lippenstifte mitgenommen. Dann habe ich meinen Lieblings-Nyx-Lippenstift in der Farbe Honey 35. Den habe ich mitgenommen. Dann habe ich meinen auch Lieblings-Nyx-Lippenstift, nein, Lipgloss, in der Farbe, wo haben wir es? 112 Frosted Beige. Den habe ich auch mitgenommen. Noch ein NYX in der Farbe 23. Und dann kommen wir zu den MAC-Produkten. Da habe ich einmal den Dazzle Glass Cream Lightly Prancing. Der war auch aus einer LE gewesen. Und den habe ich mitgenommen. Und dann habe ich auch aus einer LE den Lipgloss Blushing. Der war aus der letzten Sommer-LE 2010. Aus der Disney-LE natürlich habe ich auch einen. Und zwar ist das der Revenge is Sweet. Den habe ich, der ist wirklich ganz, ganz toll. Vielleicht haben auch einige von euch den ergattern können. Dann habe ich mein Candy Yum Yum. Den habe ich euch auch schon präsentiert. Das ist diese Farbe. Ein knalliges Pink. Auch eine LE aus dem Monat März. Ich weiß jetzt die Namen alle nicht mehr auswendig, deswegen, ich weiß nur noch ungefähr, wann das war. Aber halt den Namen nicht mehr. Dann habe ich Carte Paper. Der war auch aus einer LE. Der schaut so aus. Dann habe ich noch von Barry M. welche. Die habe ich euch auch vorgestellt. Einmal die 53 und einmal die 54. Die hatte ich euch in meinem Es wird peachig, die Post war da Video gezeigt. Und dann habe ich noch meinen langersehnten und heißgeliebten Alltagslippenstift. Das ist die 235 von L'Oreal für blondes Haar. Den habe ich auch mitgenommen. Und noch von L'Oreal die 832. Ist auch eine sehr schöne, natürliche Farbe. Ein pearliger, glitzernder, roséfarbener Lippenstift. Ja, das sind die Lippenstifte, die ich halt hier drin habe, damit sie gut aufbewahrt werden. Unter anderem habe ich noch meine Bobbypins mit drin. Dann mein Dream Matte Mousse von Maybelline. In der Farbe 020, das habe ich bei mir. Dann meine Eyeshadow Base. Meinen neuen Kajalstift von 50 Girls Reloaded in der Farbe. Welche Farbe haben wir? 02. Den habe ich schon hier drin. Dann habe ich meinen, den kennt ihr auch, Engraved von MAC, meinen schwarzen Kajalstift. Eine ganz, 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 ganz tolle Mascara, kann ich nur empfehlen. Ich werde vielleicht auch sogar noch mal ein Video darüber drehen. Ich sehe gerade voll dunkel aus hier drin, aber ich hoffe, das geht noch einigermaßen. Die ist super, super toll. Das ist The One by One Volume Express Mascara. Die ist echt extrem klasse und macht wundervolle Lippen, wundervolle Wimpern.
Dann habe ich meinen Pure Cover Mineral Concealer von Maybelline bei mir. Dann ein Face Bronzer aus der P2 Sun City LE. Mein neues Sexy Plexi Powder, was ich als Highlighter benutze, ist richtig geil. Ich habe es heute schon ausprobiert, hier oben als Highlighter und hier. Also wirklich wunderschön. Dann habe ich auch aus der P2 Sun City das Blush in der Farbe Urban Style 010. Und jetzt komme ich zu meinen kleinen Lieblingspaletten. Das ist zum einen noch meine NYX Palette in der Farbe, oder beziehungsweise der Name ist I Dream of Jamaica. Also I Dream of Jamaica. Das ist The Caribbean Collection aus dem letzten Jahr oder 2009. Ich weiß es gar nicht mehr. Wunderschöne Farben. 5 Farben sind hier drin. Sehr neutral. Sehr auch smoky-like. Also die ist wirklich eine ganz tolle Palette. Dann habe ich meine Paraguaya Palette von Sleek bei mir. Meine Chaos Palette von Sleek. Ich zeige euch die Farbe da nochmal. So sieht die Chaos-Palette aus. Und wieder habe ich meinen Applikator verloren. Wie immer, wenn ich diese blöden Dinger öffne. Die ist auch ganz toll. Einer meiner noch anderen Lieblingspaletten ist die Sleek-Palette Storm. Da habe ich schon gar keinen Applikator mehr drin, weil ich so ein Schusselchen bin und die immer verliere. Auch eine ganz tolle Palette. Dann habe ich noch so ein kleines Behälterchen. Muss ich vorweg sagen, das habe ich auch eigentlich in meiner regulären Schminksammlung denn hier kommen normalerweise immer die Sachen rein, die ich jeden Tag benutze. Das heißt, alles, was hier drin sich befindet oder zumindest befand, das habe ich auch wirklich jeden Tag benutzt. Es ist im Moment, seitdem ich hier bin, ein bisschen untergegangen. Ich greife einfach und schmeiße es wieder rein. Aber das ist halt auch ganz schön. Solltet ihr euch vielleicht auch mal irgendwie angewöhnen, wenn ihr es noch nicht getan habt, euch einfach so ein kleines Döschen oder so ein kleines Schächtelchen zu kaufen und einfach die Sachen, die ihr jeden Tag benutzt und die einfach schnell greifbar sind und ihr müsst nicht erst noch lange rumsuchen, einfach in ein Döschen reinmachen und dann habt ihr sofort alles gleich parat und ihr braucht auch morgens auch keinen Stress machen. Das ist wirklich sehr, sehr praktisch. Also hier drin befindet sich eine Wimpernzange. Dann befindet sich nochmal eine Eyeshadow Base und die ist auch von NYX in der Farbe, ja, das ist, glaube ich, keine wirkliche Farbe, also es ist einfach, es gab eine, ja, so Skintone Farbe, es gab 2, 3 verschiedene Farben, glaube ich. Ich habe auch eine noch in Weiß. Ja, dann habe ich meinen Eyeliner in Black von L'Oreal, das ist der Superliner. Der ist wirklich echt verdammt klasse. Habe ich euch aber auch schon mal gezeigt. Nochmal einen schwarzen Kajalstift von P2 aus der Into Lace LE. Habe ich euch auch schon mal gezeigt. Mein tollstes Blush, was ich mir jemals von Sleek bis jetzt gekauft habe, auch mein einziges Blush, haha, ist das Pantau. Auch wirklich sehr toll. Von MAC habe ich auch noch was mit. Und zwar ist das meine Lieblings-Mattfarbe. Die Handwritten, die habe ich euch auch schon oft in einem Video gezeigt. Ist auch ein sehr schönes dunkles Braun. Einen Kajalanspitzer ist auch ganz wichtig. Dann habe ich noch mein Pure Powder mit in der Farbe 015. Eine weitere Mascara, die ich euch auch schon in meinem Tech-Video, Make-up-Video gezeigt habe. Das ist von Bourjois. Die Volumen Glamour Ultra Curl. Ist auch eine ganz tolle. Und mein Super Stay Color 16 Stunden Halt Lip Gloss bzw. Lippenstift. Das ist nämlich einer mit dem Balsam und nicht mit dem Gloss, den man drüber malt. In der Farbe 170. Was ich auch noch habe, ich habe so vieles, was ich euch hier zeige, habe. Aber das ist ein Lippenstift, den habe ich von Art Deco.
Das ist ja sozusagen eine glättende Lippengrundierung. Da könnt ihr es lesen. Eine glättende Lippengrundierung. So sieht er aus. Und den trage ich halt, bevor ich Lippenstift auftrage, auf meine Lippen. Und der soll den Halt des Lippenstifts etwas, ja, verbessern. Und ich denke, bis jetzt bin ich eigentlich sehr, sehr zufrieden. Es macht auch eine wunderschöne Grundierung, weil ich oft Probleme mit trockenen Lippen habe. Und einige Lippenstifte dann bei mir auf meinen Lippen ein bisschen bröselig aussehen. Aber der von Art Deco, der ist wirklich ganz toll. Den hat meine Mama mir mal mitgebracht aus einem Douglas-Laden. Und seitdem benutze ich den. Ja, das war es schon gewesen. Das war meine kleine, schnell durchgeführte Schminksammlung. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr konntet mal so einen kleinen Einblick haben. Einige Dinge, beziehungsweise fast eigentlich 90% der Dinge, habe ich euch schon mal in einem Video vorgestellt. Daher wird es wahrscheinlich nicht wirklich was Neues sein. Aber ich wollte euch mal zeigen, wie ich meine Schminksammlung aufbewahre. Und ja, was ich halt so vielleicht noch weitere, so an anderen Produkten, die ihr halt nicht kennt, benutze. Einen kleinen Tipp habe ich euch gegeben für eure Alltags, ja, Schminksammlung, für eure Sachen, die ihr halt alltäglich benutzt. Ach ja, und was ich noch ganz vergessen habe, ich wollte euch ja noch schnell meine Kosmetik Cosmo Palette zeigen. Das ist, ja, diese hier. Und da habe ich bis jetzt zwar erst 3 Farben drin. So sieht es aus. Ihr habt aber Platz für 28 Farbpöttchen. Das ist wirklich ganz toll. Die sind jetzt von MAC. Aber ihr könnt mal einfach auf der Kosmetik Cosmo Seite, ich verlinke euch die auch nochmal unten unter dieses Video, könnt ihr einfach mal drunter gehen, also drauf gehen meine ich, und könnt gucken, also die gibt es auch noch in, glaube ich, einer kleineren Variante, sind Magnete, das heißt alle Pöttchen auch von MAC oder auch von Urban Decay oder wo auch immer ihr solche kleinen Pöttchen herkriegt, auf der Kosmetik Cosmo Seite gibt es ja auch solche kleinen Pöttchen, und die könnt ihr alle in diese tolle, ja, Palette reinpacken. Das ist wirklich sehr praktisch, weil es gibt die auch von MAC, beispielsweise jetzt einfach mal in der teuren Variante. Ich habe hierfür für 28 habe ich, also für 28 leere Flächen habe ich, glaube ich, um die, ich weiß es gar nicht mehr, wie viel waren es denn, 13,95, 14,95 bezahlt. Und MAC hat, glaube ich, nur 20 oder 18 Plättchen, also leere Plättchen. Und da würde man schon wieder fast doppelt so viel zahlen. Also auf jeden Fall mehr. Und das wird sich also wirklich nicht rentieren. Und deswegen ist sowas ganz, ganz praktisch. Von daher lege ich euch das auch mal ans Herz. Ja, das war es gewesen. Ich hoffe, ich habe jetzt alles. Ich denke mal schon, meine Pinsel brauche ich euch ja jetzt nicht nochmal zeigen. Ihr habt ja gesehen, wo sie liegen. Auf jeden Fall, das war es jetzt zum, keine Ahnung, zweiten, dritten Mal gewesen. Über jede Bewertung, über jegliche Kritik, wie auch immer, ich bin für alles offen, schreibt mir. Und wenn ihr noch für weitere Roomtours seid, dann schreibt mir das natürlich auch. Und ja, dann würde ich einfach mal sagen, macht's gut, meine Süßen, bis bald!